Liebe Geschwister im Glauben, einem Volk, das man beherrschen will, dem muss man Brot zu essen geben. Das ist eine Aussage, die ewige Gültigkeit hat, bis in die Wahlkämpfe unserer heutigen Tage. Man kann das Brot durch andere Dinge ersetzen, die Menschen glauben, dass sie denen wichtig sind. Bereits zu Zeiten Jesu gab es im alten Rom diese berühmte Redewendung Panem et Circenses, das heißt Brot und Spiele. Denn den Machthabern war klar, ein Volk, dem man nicht genug Nahrung gibt und dass man dazu noch gut mit Ablenkung unterhält, ein Volk, das man nährt und das man unterhält, das ist leichter zu lenken. Denn mit einem vollen Bauch und einem abgelenkten Kopf rebelliert man nicht so schnell. Und so hören wir auch im 6. Kapitel des Johannesevangeliums, aus dem stückweise an diesen Sonntagen im Sommer gelesen wird, wie die Leute damals Jesus zu ihrem König machen wollen, weil er dem Volk durch die wundersame Brotvermehrung Brot gab und die Menschen satt machte. Und es ist verständlich, wenn den Menschen vor allem die Sorge um Nahrung wichtig ist. Das wusste Jesus auch. Vielleicht schließlich lässt er seine Jünger im Vaterunser-Gebet ja beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Jesus hat nie weggeschaut, wenn er Menschen leiden sah. Nicht immer hat er jede Not gewendet, aber nie hat er sich von den Notleidenden abgewandt. Deshalb, wenn Jesus sich von den Menschen, die ihn um der Brote willen, zu ihrem König machen wollen, wenn er sich von denen zurückzieht und sagt, nee, will ich nicht, missachtet er nicht ihre elementaren Lebensbedürfnisse. Er möchte den Menschen ein König sein, aber nicht wegen der Brote, die er ihnen gibt, nicht wegen der Wunder, die er an ihnen tut. Denn in den Broten, die er umsonst austeilt, will er den Menschen mehr geben, als was man sehen kann, was man anfassen kann, was man in sich aufnehmen kann, Brot. Jesus wusste, dass es im Leben eines jeden Menschen einen Hunger gibt, der viel tiefer geht als der Hunger nach Brot. Und das ist der Hunger nach einem erfüllten Leben, nach einem Leben, das sinnvoll ist. Hunger nach einem Leben, von dem man sagen kann, es ist geglückt. Und Jesus ist gekommen, um eben diesen Hunger zu stillen, um jedem Menschen seinen Wert zu zeigen, um jedem Menschen den Sinn seines Lebens zu zeigen, denn den gibt es für jeden von uns. Deshalb wehrt sich Jesus nicht gegen das Verlangen der Menschen nach Brot, wohl aber dagegen, dass sie denken, sie müssten nur vom Brot alleine leben und dann reicht es schon. Jesus kennt das Herz des Menschen und erkennt die Gefahr, auf diese Weise am Leben vorbeizuleben. Für ein wirklich gelungenes Leben genügt eben nicht, dass man bloßes Brot für den Bauch hat oder andere Nahrung. Und Schwestern und Brüder, wir sind doch der beste Beweis hier in Europa, in Deutschland. Wir sind der beste Beweis für diese These. Wohl kaum jemand von uns muss sich um das tägliche Brot Sorgen machen. Weder in irgendeiner Pandemie noch in irgendeiner Naturkatastrophe bei uns. Keiner von uns muss sich Sorgen um das tägliche Brot machen. Aber macht uns das irgendwie glücklicher? Wachen Sie morgens auch auf und denken, boah, ich bin so glücklich, ich kann gleich was essen? Ah, nee, ich jedenfalls nicht. Leben wir erfüllter als all die Millionen Menschen, die wirklich täglich hungern müssen? Für ein glückliches Leben genügt eben nicht das bloße Brot für den Bauch. Wir Menschen, wir haben nicht nur einen Bauch, wir haben nicht nur einen Magen, wir haben auch einen Kopf, wir haben eine Seele, wir haben ein Herz. Und dafür brauchen wir nicht weniger Nahrung, sonst gehen wir ein wie Blumen, die man nicht begossen hat. Wir leben nicht nur von dem, was wir am Tisch miteinander teilen, wir leben auch von den Worten anderer, von Worten, die uns sagen, dass es gut ist, dass wir da sind, von Menschen, die uns spüren lassen, dass wir gebraucht werden. Nicht nur verbraucht werden, sondern gebraucht werden. Von Menschen, die uns sagen, dass sie uns lieben. Wir Menschen können Hunger auf unterschiedliche Weise leben und erleben und erleiden. Bei uns oft leiblich satten, obwohl einige von Ihnen, die vielleicht noch den Krieg erlebt haben, kennen auch andere Zeiten, ist
ist es oft der Hunger nach dem Sinn und der Hunger nach Liebe. Und dieser seelische Hunger kann für manch einen quälender sein als der leibliche, denn er lässt sich eben nicht so leicht mit Brot beseitigen. Und Jesus weiß darum und deshalb gibt er den Menschen, die zu ihm kommen, Brot, das Leben lässt und Worte, die Leben lassen. Leibliche Nahrung und seelische Nahrung. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt, heißt es in der Bibel. Wie Jesus den Menschen mit Worten gespeist hat, das sieht man überall in den Evangelien. Wenn etwa ein Mensch spürt, dass sein Leben unerfüllt ist, weil er immer wieder in einem Käfig gefangen ist, zum Beispiel im Käfig des Narzissmus oder des Egoismus, alles muss sich um mich drehen. Ich ertrage es nicht, wenn andere besser dastehen als ich. Und wenn jemand mir nicht gut ist, dann bestrafe ich ihn. Wenn jemand in so einem Käfig gefangen ist, dann sagt Jesus zu ihm, in einem Bildwort gesprochen, es gibt einen Ausweg, denn ich bin die Tür. Und wer durch mich ein- und ausgeht, der wird Freiheit finden von allen Fesseln. Und wenn ein Mensch unter Einsamkeit zum Beispiel leidet, was für ein Wahnsinn, wie kann ein Mensch unter Einsamkeit leiden, unter 7 Milliarden Menschen auf der Welt? Und dennoch ist es möglich. Wenn ein Mensch unter Einsamkeit leidet, weil er keinen hat, den er sich anvertrauen kann, dann spricht Jesus in einem Bildwort auch so zu einem Menschen, ich bin dein guter Hirt, du kannst dich mir anvertrauen. Ich habe mein Leben hingegeben, um dir zu zeigen, was du für mich wert bist. Du bist nicht allein, vertrau mir. Wenn es bei jemand anderem so ist, dass er immer nur im Dunkeln herumstochert, nur noch Schmerz sieht und deshalb auch keine Zukunft für sich, dann sagt Jesus so einem Menschen in einem Bildwort, ich bin das Licht der Welt. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr in der Finsternis wandeln. Es gibt einen Ausweg. Oder wenn jemand Angst hat vor dem Tod, und der Tod ist ja das große Fragezeichen, das uns immer wieder angrinst, wenn es um die Frage nach dem Sinn des Lebens geht oder dem Sinn des Leidens. Viele Menschen haben Angst vor dem Tod und verdrängen jeden Gedanken daran, obwohl sie wissen, dass es doch Schritt für Schritt, Sekunde für Sekunde, Atemzug für Atemzug für jeden von uns auf diesen Punkt zugeht. Aber auch hier brauchen wir keine Angst haben, denn mitten in diese Angst des Menschen hinein sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Du wirst leben, auch wenn du stirbst. Und all diese Bildworte Jesu zusammengefasst sind in diesem Ruf, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin dein Lebensmittel, dein Mittel zum Leben. Und Jesus lehrte die Menschen damals und lehrt uns heute eine Botschaft, die wirklich ihre Gültigkeit niemals verliert. Deshalb wird das Evangelium nie alt, obwohl es schon 2000 Jahre alt ist. Die Botschaft, dass wir von unserem Vater gewollt und geliebt sind. Und diese Lehre, die ist wie Brot. Und die ist lebensnotwendig für ein gelungenes Leben. Für das Leben eines jeden Menschen und für das Leben von uns in Gemeinschaft. Wir sind von Gott als Menschen dazu bestimmt, von der Liebe und in der Liebe zu leben. Und wir leiden Höllen, Qualen, wenn wir das nicht leben dürfen, weil uns Liebe verweigert wird oder abgewiesen wird. Und deshalb gibt Gott jedem Einzelnen von uns in seinem Sohn eine unwiderrufliche Zusage. Er sagt, wer immer du bist, was immer du bist, wie immer du gerade bist, ob erfolgreich, erfolglos, ob gesund oder krank, angesehen oder übersehen, in den Augen Gottes bist du nie übersehen, bist du unendlich wertvoll, einfach weil du sein Kind bist und weil er seine Kinder liebt. Und er liebt dich, dieser Gott, so sehr, dass er bereit war, für dich zu sterben. Und er liebt dich mehr, als andere dich jemals abweisen können. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit wir nicht zugrunde gehen, sondern durch ihn das Leben haben. Und mit diesem Leben erfüllt er uns immer wieder, wenn wir ihn hier
im Brot, in der Kommunion empfangen, wo er sagt, das ist mein Leib für dich. Ich will mit dir eins sein. Ich will in dir sein und du in mir. Am Abend vor seinem Leiden, beim letzten Abendmahl, da wird endgültig klar, was Jesus im Brot den Menschen letztlich geben will. Nicht nur Brot, nicht nur etwas, sondern alles, sich selbst. Mehr kann er nicht geben. Im heutigen Evangelium spricht uns Jesus zu, wenn du diesen Hunger hast nach Leben und Sinn, wenn du nicht zu den Satten gehörst, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Brot ist für uns ein Grundlebensmittel. Damit sagt Jesus uns wirklich, ich möchte für dich Grundlebensmittel sein. Ein Mittel, durch das du Leben hast. Und nicht irgendeins, sondern in Fülle. Und interessant ist doch, dass Jesus dabei nicht sagt, ich gebe dir das Brot des Lebens, sondern eben, ich bin das Brot des Lebens. Und er wird nicht müde, das in immer wieder neue Bildworte und Worte des Lebens auszudrücken. Liebe Schwestern und Brüder, ich komme zum Schluss. Mahatma Gandhi, der große Hindu-Religionsführer und Politiker, der hat mal einen interessanten Satz gesagt, der hier reinpasst. Der hat einmal gesagt, den hungernden Menschen, denen, die wirklich Hunger leiden, den Hungernden muss Gott, wenn es ihn gibt, im Brot erscheinen. Den hungernden Menschen muss Gott sich im Brot zeigen. Er sagt weiter, frag dich ein Hungernder, wo ist Gott? Frag dich ein hungernder Mensch, wo ist Gott? Dann zeig ihm Brot und sag, hier. Und dann sagt er weiter, frag dich aber ein satter Mensch, der alles hat, wo ist Brot? Dann zeig ihm Gott und sag, hier. Mahatma Gandhi war kein Christ. Und doch hat er mehr von der Botschaft Jesu verstanden als so viele andere Christen. Und nicht nur verstanden, sondern konsequent gelebt. Schwestern und Brüder, zur Brotvermehrung Jesu gehört nicht nur, dass damals alle Menschen satt wurden, sondern dass zum Schluss sogar noch 12 Körbe übrig blieben. Und das ist auch die Erfahrung der Kirche in den 2000 Jahren seit damals, nämlich dass ungezählte Menschen sich nähren konnten in ihren Freuden und Nöten, in ihren Hoffnungen und Ängsten von dieser Liebe Jesu, die alles gibt. Und von diesem Brot essen wir auch heute noch. Aus dieser Liebe dürfen wir heute noch leben, jetzt in der Eucharistiefeier, wenn uns Brot und Wein hier auf dem Altar gleich verwandelt werden, in den Leib und das Blut Christi und einmal endgültig nicht mehr für unsere Augen verborgen im Sakrament, sondern wenn wir einmal die Liebe Gottes in unserem Sterben, unserem Tod schauen werden. Eine Liebe, von der wir in jeder Kommunion bereits ansatzweise etwas verkosten dürfen, was es bedeutet, im Himmel mit Gott eins zu sein. Was er hier für uns tut, indem er zu uns kommt, ist genau dieses Zeichen des Himmels. So werden wir eins sein einmal. Eine Liebe, die dir und mir sagt, hab keine Angst. Ich bin mit dir und ich bin bei dir. Amen.